Der Planet Kalebo 3 ruft und ja, wir müssen auch. Was war das? Egal. Wir müssen da durch. Ja. Mal sehen, was uns auf diesem Planeten noch alles erwartet. Ich kann schon mal so viel sagen, wie ihr hier schon an der Karte erkennen könnt. Hier wird gerailt wie ein Irrer. Und ich habe geringe Vorfreude drauf, sagen wir es mal so. Aber okay. So, hat der hier noch was Neues eigentlich mittlerweile? Nein, es gibt nur noch die Stromklaue. Und da brauchen wir noch ein bisschen für 25.000 Volt. Und wir hätten jetzt eventuell mal hier... Hey, das sind ja die Elite-Typen, die uns töten wollen. Interessant. Ich glaube, das werdet ihr nicht schaffen, was? Oh nein, nicht die Typen schon wieder. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, 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 nicht mit mir. Ich hoffe, die tauchen jetzt nicht nochmal auf. Ich hoffe, wegrennen hat ausnahmsweise mal was gebracht. Weil die kann ich ja gar nicht leiden. So, was ist das schon wieder da hinten? Oh, noch mehr Elite-Trupps. Boah, die sind nicht mal mit einem Mal Supersprung tot. Ui, 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 ui. Ich glaube, da werde ich jetzt erstmal was in meiner Schnellauswahl ändern. Und werde hier mal ganz getrost den Verwüster auswählen. Denn der Verwüster wird die Typen hier instant töten. Wo ist der andere? Gibt's denn noch einen? Irgendeiner ballert doch da wie ein Irrer auf mich. Doch nicht etwa die da hinten, oder? Egal, ob sie es tun oder nicht, ich werde sie jetzt schon töten. Macht Sinn, oder? So, was ist das hier? Ah, ein Schalter. Gut, haben wir umgelegt. Mal sehen, was er im Endeffekt dann bringt. So, hier werden wir mal schön das Ding hier aktivieren. Und das ist ein Gadget-Händler. Was bedeutet, dass es eine Art Safe State, also Checkpoint ist, was mir ganz gelegen kommt. So, gibt es jetzt hier mehrere Wege oder was? Ah ne, hier kommen wir wieder. Kommen wir hier wieder raus? Scheint so. So, wo geht's jetzt hier? Oh man, mehrere Wege. Muss das sein? Also hier geht's so wie es aussieht, schon mal nicht weiter. Oder können wir hier. Ne, da können wir nicht durchwerfen. Okay. Dann haben wir nur die Möglichkeit, hier oder dort lang zu gehen und wir werden einfach mal den... Nein, wir werden nicht den Railweg einschlagen. Den machen wir sehr wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, weil der wird ätzend. Da werde ich sehr viel fluchen müssen. Deswegen, das möchte ich euch nicht jetzt gleich antun. Erstmal schön das Level zeigen und den guten Weg gehen, den Storyweg quasi. Und was ist denn jetzt schon wieder? Oh Mann, ey, warum könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Das kann doch nicht so viel zu viel. Boah, das sind eine unendliche Masse von Gegnern, ich sehe es schon. Hier wäre es wahrscheinlich auch mal von Vorteil, den Todeshandschuh ein paar Mal einzusetzen. Ansonsten werde ich den Blast einsetzen. Ach, der Todeshandschuh regelt das schon. Sag ich doch. Ganz einfach. So, jetzt geht's nach oben. Wie weit sind wir schon? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Verwüster schnell! Bevor sie mich ab. Halt, lass mich doch mal oben bleiben. Hier, mein persönliches Schutzschild. Machst du das? Das machen die nicht kaputt, ne? Die schießen immer dreimal. Und yes. Dann werden wir hier Bomben werfen, damit wir die Dinger hier einsammeln. So, den Rest sammeln wir Gott sei Dank dank unseres neuen Bolt-Anziehers sowieso ein. Jetzt geht's hier runter. Und jetzt geht mir auch so ein bisschen die Munition aus. Was passiert, wenn wir jetzt hier runterspringen? Ah, dann können wir hier hochklettern, okay. Okay. Jetzt verstehe ich auch, warum wir hier hochklettern können. Weil es da unten gar nicht weitergeht. Okay, Moment, das muss ich mir jetzt erstmal genauer angucken. Kann ich dieses Ding abschießen? Also, zählt das, wenn ich da... Ja, scheinbar. So, und du kannst... Oh Gott, schon wieder so viele! Okay, was ist... Hab ganz vergessen, dass das geht. Dachte mir schon gerade, was ist denn das? Komm, ruhig jetzt. Okay, jetzt sind wir hier. Das ist ja ganz schön. Und jetzt kommen hier wieder unendliche Wellen von Gegnern. Dann werde ich doch gleich mal meinen Todeshandschuh ausrüsten. Und bedient euch an den Gegnern. Viel Spaß.
Apropos, ich könnte aber auch mal ein paar Drohnen einsetzen. Die helfen mir dann auch noch mal ein bisschen. Was ist denn das da oben? Oh Gott. Schaden die mir? Nö, sie sind auf jeden Fall weg. Finde ich gut. So, wieder ein paar kleinere Gegner. Und ich sehe schon kommen, dass hier gleich um die Ecke wieder die Elite-Soldaten kommen. Ja, siehst du? Wenn man vom Teufel spricht, ne? Wenn man vom Teufel spricht. So, schnell wegspringen. Beide tot, ja? Okay. So, dann hier einmal kurz aktiviert. Und dann geht es weiter. Ja. Und zwar der Weg hier. Da müssen wir wohl einfach rüberspringen. Und der führt uns dann darüber. Kommen wir da einfach rüber? Ja. Okay. Okay, nachdem ich auf die hier schon mal gar keinen Bock habe. Ich weiß nicht, ob mein Todeshandschuh gegen was gegen die ausrichtet. Aber ich riskiere es mal. Ja. Ja, der tötet die sogar instant. Und da ist ein Checkpoint. Wie episch. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, boah, seit wann gibt es so viele Checkpoints in einem Level? Das liegt bestimmt daran, dass hier der Gadgeten-Hauptquartier ist. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass es wirklich ein Checkpoint ist. So geht schon mal los. Und dann geht es jetzt wohl hier weiter. Und da ist auch wieder die Stelle, wo wir... Ach du Kacke. Ich sehe schon. Da müssen wir wahrscheinlich hinschießen vorher. Nee. Wie soll denn das funktionieren? Ah nee, das könnte schon tatsächlich klappen. Was passiert, wenn ich... Ach, ich mach's einfach mal. Was haben wir denn hier? Sieh mal an, ein kleines Versteck, ein kleines Geheimnis. Aber nein, das ist kein Golden Bolt. Das Ding war jetzt tatsächlich absoluter Zufall, dass ich das entdeckt habe. Aber auch cool. Können wir jetzt rein theoretisch von hier das Ding anschalten, dann müssen wir nämlich gar nicht auf den Boden erst. Ach ne, hier ist auch eine scheiß Treppe, ey. Ach, dann war es gar nicht so episch. So, und dann einfach so. Ja, das war gut. Oh, und wir müssen railen. Ah, okay, aber keine weite Strecke. Gott sei Dank. Und zack, wie. Ich glaube, hier sind Gegner. Und Gott sei Dank haben wir hier noch ein paar Drohnen, die uns jetzt quasi gerettet haben. Hui. Das hätte schief gehen können. Warum ich am Gadget-Händler eigentlich da nicht mal Munition kaufe, ist mir dann aber auch ein Rätsel. Oh, und da hinten sehe ich ihn schon wieder. Mann, oh Mann, oh Mann, oh, jetzt kommen die Viecher wieder. Ich könnte eigentlich, oder? Ja. Ich hätte zugegebenermaßen doch schon Munition erstmal gebrauchen können. Kriege ich auch mal wieder ein paar Drohnen, danke. Ach, jetzt sind das sogar andere Typen. Das sind jetzt irgendwelche Flammenwerfer. Gestalten. Aber scheinbar schon die letzte. Dann passt. So, jetzt sind die Typen da hinten. Kriege ich die von hier? Scheinbar nicht. So, dann werde ich jetzt hier erstmal die Viecher. Ups, geh weg, geh weg, geh weg. Und jetzt kann ich die von hier abknallen. Ja, sieht gut aus. Okay, den habe ich jetzt verschossen, aber egal. Ja, komm halt her. Boah, was? Die schießen bis dahinter? Bist du wahnsinnig? Alter. So, gehen die jetzt kaputt hoffentlich? Okay, der da lebt noch. Von mir aus. Und was mit dem ganz da hinten? Kann ich das ab... Boah. Okay, da passiert gar nichts. Ich brauche Todeshandschuh-Munition, sonst komme ich gegen diese Typen hier nicht an. Oder kann ich die wegblastern? Oh, weg von mir, weg von mir! Okay. Oh, man kann ja über alles reden, weißt du? Ach, apropos. Jetzt, wo ich das Schutzschild nicht mehr brauche, mache ich die mal schön kaputt. Ich brauche ganz viele Bolts. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich muss dieses Schiff da hinten kaputt machen. Ich glaube, das reißt mir richtig den Arsch auf. Wenn ich das nicht kaputt mache. Bitte geh kaputt. Komm schon. Es sinkt. Ja. Thank God. Oh, noch mehr von den Typen. Oh Mann, ihr seid echt lästig. Aber alle zusammen, weißt du?
Okay. So, was passiert hier drüben? Habe ich ja jetzt eigentlich alles erledigt. Dann können wir da eigentlich einfach rüberfliegen. War das gerade Absicht, dass es so langsam ist? Wie sogar zwei Energiezellen. Nicht Energiezellen. Ja, ja, bringt eure Sprüche nur. zwei Energieteile hier gleich nebeneinander sind. Oh, da kommt schon. Oh mein Gott, und ich habe ihn nicht. Oh mein Gott. Wie soll ich denn gegen die alle ankommen? Blastern? Ach, ich baller mich da jetzt einfach durch. So, verpisst euch. Ach, die Tür geht nicht auf, wenn ich alle tot sind. Scheiße. Dann haben wir jetzt auch gar keine Munition mehr gleich. Und ich will mir eigentlich keine kaufen. Weil das ist ja dann doch schon ziemlich teuer. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Crash-Test-Dummy. Aufkleber auf dem Kopf, weißt du? Okay, so. Habe ich das tatsächlich jetzt überlebt? Nein, einer noch. Ja, gegen einen habe ich ja nicht so. Da haben wir ja kein Problem, weißt du? So, das war's jetzt aber bitte. Ja. Gadgeten. Wie weit noch? Geschafft. Oder? Ja. Gott sei Dank. Ui. Bombenstimmung. Jawoll. So, und hier war bis. Nee, war kein Golden Bolt. Passt, wir haben es geschafft, Leute. Entschuldigung, Sir. Ich frage mich, ob Sie besorgt sind wegen der, Sie wissen schon, Invasion. Junge, unser Abwehrsystem ist das teuerste der ganzen Welt. Mach dir deswegen keine Sorgen. Bist du schon mal Hoverboard gefahren? Ja, ein, zweimal. Ich suche nach einem coolen Jungstar, einem, der meine neuen Boards präsentiert. Eben jemand, den die Kids bewundern. Dann bin ich Ihr Mann. Wenn du meine Testboards im Rennen schlägst, dann hast du den Job. Mal wieder ein Hoverboard-Rennen. Ich dachte, das eine wäre das einzigste gewesen. Oh, Damage. Tja, ach, wenn wir das gewinnen, dann gewinnen wir die Holo-Verkleidung. Alles klar. Na gut. Ich würde sagen, das sehen wir im nächsten Part, weil ich Angst habe, dass ich da recht lange brauchen werde für. Und weil, falls das der Fall ist, dann können wir wenigstens, haben wir wenigstens einen extra Part dafür. Und deswegen sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hoverboard-Rennen.